Hallo. Hallo. Ja, sehr geehrte Pressevertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 21. Spieltags in der dritten Liga mit der Partie TSV Havelse gegen MSV Duisburg. Endstand 0:1 vor 364 Zuschauern. Ich begrüße zur Pressekonferenz beide Trainer, Hagen Schmidt für die Gäste aus Duisburg, Rüdiger Ziel für unseren TSV, und Herrn Schmidt gehören die ersten Worte. Ja, ich denke, wir haben heute sicherlich keinen Fußball-Leckerbissen gesehen, aber ich glaube, das ist auch nicht zu erwarten, gerade auch nach unserer Serie. Ich denke, dass wir am Anfang ein bisschen Probleme hatten, ins Spiel reinzukommen, haben dann mit zunehmender Dauer das besser gelöst, auch spielerisch besser gelöst, ein bisschen ruhiger am Ball, ein bisschen im Spielaufbau auch ruhiger, und konnten dann eigentlich bis zur Halbzeit das Spiel kontrollieren. In der zweiten Halbzeit, denke ich, war das ähnlich. Ja, Havelse stand da schon sehr tief, was uns mitunter schon Probleme bereitet hat. Und das umso mehr freut sich natürlich auch, dass wir um den Standard jetzt zum Torerfolg gekommen sind. Vorher waren Chancen, denke ich, auf beiden Seiten eher Mangelware, sodass mir eigentlich im Vorfeld schon klar war, wer hier heute das Tor macht, der wird wahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen. Und ich denke, in der Folge, bis auf die eine brenzlige Situation kurz vor Ende, haben wir dort nicht zugelassen. Ich weiß, dass wir natürlich uns steigern müssen, auch Fußballer steigern müssen. Ja, aber wer schon mal Fußballer war, der weiß, dass nach so einer Phase der Rucksack schon ein bisschen schwerer ist. Und ich denke, das hat man heute phasenweise immer noch gesehen. Deswegen freuen wir uns trotzdem riesig über den Sieg, egal wie der jetzt zustande gekommen ist. Und dafür werden wir uns noch auch nicht entschuldigen in keiner Phase, sondern den nehmen wir gern mit. Und ich denke, den haben wir uns am Ende auch verdient. Und ich hoffe mal, dass das den Jungs jetzt noch ein Stück weit mehr Selbstvertrauen gibt für die nächsten Aufgaben, die kommen. Und von daher freuen wir uns heute und sind mit den drei Punkten und dem Sieg soweit zufrieden. Vielen Dank, Hagen Schmidt. Rüdiger, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, Hagen. Danke. Es war, glaube ich, komplett nervöser Beginn von beiden Mannschaften, wo wir dann uns schneller gefangen haben und hatten da so ein, zwei Situationen im gegnerischen 16er, ohne jetzt wirklich gefährlich zu werden, wo wir verpasst hatten, einen Abschluss irgendwo hinzukriegen. Und wie es mein Kollege schon gesagt hat, hat dann vor der Halbzeit Duisburg ein bisschen mehr Kontrolle gehabt, aber auch ohne gefährlich zu werden. Und ähnliches Bild dann kurz nach der Pause auch, wo dann Duisburg ein bisschen mehr Kontrolle hatte. Die eine Situation, die an den Außenpfosten geht, war, glaube ich, die klasse Möglichkeit im ganzen Spiel. Und sinnbildlich, dass dann das einzige Tor nach einer Standardsituation auch fällt. Ich glaube, war insgesamt kein gutes Spiel von beiden Mannschaften, das ja unentschieden ausgehen kann. Aber wir hatten im Grunde wenig Möglichkeiten, um wirklich erfolgreich zu sein. Letzte Möglichkeit vielleicht kurz vor Schluss nach einer Standardsituation, wo der Ball ein-, zweimal frei liegt, wo wir das Ding aber nicht reindrücken können. Wäre dann am Ende ein Punkt gewesen, den wir gerne mitgenommen hätten. Am Ende war es einfach von unserer Seite jetzt nicht auf unseren 100%, um Spiele gewinnen zu können. Und das muss man einfach auch sagen, in einem Spiel, das wirklich kein Leckerbissen war, wo viele Fehler drin waren auf beiden Seiten. Und es ist dann einfach ärgerlich, dass die eine Standardsituation das ganze Spiel dann entscheidet, wo auch, muss man auch sagen, eine gute Qualität dabei ist, dazugehört, wie die Standard gespielt wird und eingelaufen wird. Und das haben wir halt nicht hinbekommen, hatten genug Standardsituationen selbst für uns. Und so ist das dann, wenn beide Mannschaften nervös sind, das Spiel jetzt nicht auf gutem Niveau ist, dann entscheiden die Standardsituationen. Und da hat entsprechend dann Duisburg zugeschlagen und wir waren da nicht dann in der Lage, dann nachzulegen, zu gucken, dass wir noch den Ausgleich schaffen. Und es ist einfach bitter, weil wir uns mehr vorgenommen haben, ganz klar, muss man so sagen. Und es ist einfach im Moment jetzt eine riesengroße Enttäuschung von bei allen. Danke. Vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Jonas Schemkus. Frage an dich, Rüdiger. Ihr habt ja beide auch gerade über das Standardtor gesprochen, wenig überraschend. Es ist
ja auch eine Sache, die ihr schon häufiger hattet. War es heute auch eine Frage von fehlender Größe in der Mitte? Du musst deine Innenverteidiger ja mehr oder weniger kurzfristig komplett austauschen. Ja, ich meine, das war ein Thema, einfach, dass wir da durch Größe verloren haben. Durch die Ausfälle, ist schon krass, dass wir jetzt im Grunde drei Spieler da ersetzen mussten in einem Spiel. Das war schon eine Problematik, definitiv. Ja, und trotzdem war es mit Stoppelkamp auch kein großer Spieler. Gut, dann nochmal kurz aufs Mikrofon warten, dann können auch alle zuhören, genau. Dirk Retzlaff, Neue Ruhrzeitung Duisburg. Hallo. Okay. Herr Schmidt, Stoppelkamp, Kopfballtore sind, glaube ich, selten. Nicht so ein großer Spieler, wurde schon gesagt. Da will ich aber gar nicht drauf hinaus. System gespielt. Wieder Dreierkette wie in dem Drittelspiel gegen Osnabrück. War das jetzt auf den Gegner zugeschnitten oder ist es jetzt so eine Sache, die Sie jetzt einspielen wollen und zum Standard machen wollen? Grundsätzlich wollen wir schon flexibel bleiben in unserer Grundformation. Jetzt ist es einfach daher geschuldet, dass es gegen Osnabrück gut geklappt hat. Die Mannschaft dort mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen ist. Und warum soll ich als Trainer der Mannschaft ein gutes Gefühl nehmen, um damit ins nächste Spiel zu gehen? Und deswegen sind wir mit diesem Wissen im Kopf bei der Formation geblieben. Und die Null bestätigt das. Wir haben wenig zugelassen. Fußballerisch, wie gesagt, ist da nach wie vor Luft nach oben. Aber dazu gehört Selbstvertrauen. Und ich denke, da kommen dann andere Mechanismen einfach noch dazu. Ich habe noch zwei Fragen. Erstmal Debüt Marvin Knoll. Er hat selbst noch Entwarnung gegeben, weil er hatte sich an den Oberschenkel wohl ein bisschen gefasst. Sagte, das war jetzt nichts Schlimmes. Wie haben Sie ihn gesehen? Ja, ich denke, er hat unserer Abwehr die Stabilität gegeben. Er hat dort auch verbal die Kommandos gegeben, zusammengehalten. Ich denke, schon der Kopf der Formation gewesen im hinteren Drittel. Aber ich will jetzt nicht nur ihn hervorheben. Ich denke, dass die Jungs insgesamt gegen den Ball das heute sehr engagiert gemacht haben. Bakker hat eine wesentliche Leistungssteigerung gebracht, Stoppel eine Steigerung gebracht. Ja. Und ich denke, trotzdem ist bei allen Luft nach oben. Aber das ist erstmal der Weg, den wir gehen müssen. Ja, Fußball jetzt erstmal arbeiten, das ist einfach so. Und die fußballerischen Momente, die uns jetzt gerade ein bisschen abhanden gekommen sind, die kommen dann mit zunehmendem Selbstvertrauen. Und von daher, wie gesagt, freuen wir uns heute erstmal über den Sieg und sind da sehr glücklich. Aziz Ouadous, es hat nicht gereicht. Aziz Ouadous hat es nicht gereicht. War das jetzt noch eine Vorsichtsmaßnahme? Ist ja normal. Also wenn ich mit einem Spieler spreche und er sagt, ja, ich fühle mich nicht so, dann ist es für mich klar, ich kann zu so einem wichtigen Spiel nicht einen Spieler nehmen, der nicht fit ist, der sich nicht so fühlt. Deswegen haben wir gesagt, du bleibst zu Hause, bevor er vielleicht noch länger ausfällt. So kann er sich jetzt noch zwei Tage auskurieren. Und wir haben englische Wochen. Da werden wir Aziz noch brauchen und von daher haben wir uns so entschieden, ihn dort eher zu schonen, um dann in den englischen Wochen auf ihn zurückgreifen zu können. So, jetzt nochmal Jonas Schemkus. Rüdiger, du wirst Torben Engelking noch brauchen. Das war vielleicht die schöne Sache am heutigen Tage, dass er wieder reinkam. Wie hat er sich für die halbe Stunde gemacht? Wie fandst du seinen Einsatz? Und wie glücklich bist du da, dann tatsächlich nochmal jemanden dabei zu haben? Ja, einfach noch eine zusätzliche offensive Option, die wir haben. Bringt da gutes Tempo mit rein und hat einfach eine gute Mentalität. Es tut der Mannschaft einfach gut, das hat man im Training gemerkt. Klar ist, dass da jetzt nicht alles rund läuft und alles super gut funktioniert, war 17, 18 Monate. Also das ist schon ein sehr, sehr langer Zeitraum, wo er weg war. Von daher gilt es, ihn ranzuführen, Einsatzzeit zu geben, so wie es heute auch der Fall war. Und dass er sich einfach nochmal an die Matchpraxis irgendwo auf 100% kommt. Ich glaube, das ist immer noch ein langer Weg für ihn. Aber er gibt uns gerade dann als Einwechselspieler schon nochmal eine Option, da nachzulegen, weil er einfach einen guten Speed mitbringt, guten Schuss hat, guten Abschluss hat. Und wir werden noch ein paar Spiele haben. Englische Woche wurde angesprochen, wo wir ihn dann auch brauchen werden. Gibt es weitere Fragen?
Wenn das nicht der Fall ist, dann der Hinweis auf die nächsten Spiele. Nächsten Sonntag geht es dann weiter beim 1. FC Magdeburg und dann englische Woche, 26. Januar, Mittwoch, 19 Uhr hier zu Hause gegen Wiesbaden. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt. Danke. Und Ihnen allen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.